ich noch gar nicht erzählt, ne? Deswegen kam gestern auch kein Video, weil ich mich wieder so aufgeregt habe, aber diesmal wirklich vom Allerfeinsten und richtig krass. So dass ich überhaupt, ich habe es noch nicht mal mehr geschafft, ein Video zu machen gestern, weil ich mich einfach dermaßen aufgeregt habe. Was ist passiert, fragt ihr euch? Ja, Bogdan ist mal wieder passiert. Und zwar haben Sam und ich beschlossen, Ende letzter Woche, dass wir mal mit Wes, unserem Chef, reden müssen, darüber, was Bogdan halt macht, wie kacke das alles ist und was für ein Pain in the Ass es ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wer kommt Montagmorgen rein in unser Büro, also in Sam und mein Büro? Wes. Wer dackelt hinter Wes her, wie so ein kleines Kind, was gerade bei Mama Petzen war und genau weiß, dass seine Geschwister jetzt eine kleine Abreibung bekommen? Ja, Bogdan natürlich. Dann ist diese kleine Ratte zu Wes gelaufen, hat da rumgeheult. Der Sam und der Jan, die sagen immer, alles, was ich mache, wäre so schlecht. Die hören nicht auf mich. Wenn ich denen sage, die sollen das und das machen, dann machen die das nicht. Jetzt muss man dazu sagen, letzte Woche kam Bogdan an und meinte, ja, ich möchte gerne, dass ihr eine Zeiterfassung macht. Schreibt mal die Aufgaben und wie lange ihr daran gearbeitet habt in ein Excel-Sheet und schickt mir das Excel-Sheet per Mail. Dann wollen wir eigentlich Scrum, das ist so ein Prozess, Methodik, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, das jetzt zu erklären. Kann das selber durchlesen. Auf jeden Fall erstellt man sich normalerweise seine Tasks, dann hält man morgens ein kleines Meeting, dann bespricht man, wer welchen Task erledigt an dem Tag. Und dann wandern die Tasks so von geplant auf in Arbeit, Testing und dann finished halt. Das macht er mit Post-its auf einem Whiteboard, was bei sich im Büro steht. Ja, Leute, da kriege ich so einen Hals. Und da gibt es tausende Tools für kostenlose Tools, die man da benutzt, die jeder andere normale Mensch, vielleicht in jedem anderen normalen Projekt, wo man ein Tool für sowas benutzen. Nein, nicht bei uns. Bogdan will alles in Excel-Sheets per Mail oder per Post-it auf seinem Whiteboard. Boah, Junge, ne? Egal, zurück zum Thema. Montagmorgen, Wes kommt rein mit Bogdan im Schlepptau. Bogdan sich schon am Freuen wie ein Honigkuchenpferd. Ja, gleich kriegen sie Anschüssen, dann müssen sie nach meiner Pfeife tanzen. Und dann stellt Wes sich erstmal hin und meint so, ja, scheinbar gab es ein kleines Informationsmissverständnis. Ich bin hier der Boss und was ich sage, wird gemacht. Ich delegiere meine Aufgaben und wenn ich die an Bogdan delegiere und dann delegiert Bogdan weitere Aufgaben weiter an euch. So ist die Struktur, die Hierarchie. Also haben wir für ein Software-Development-Team eine dreistufige Hierarchie. Ja, oben steht Wes, darunter kommt Bogdan, darunter kommen Sam und ich. Und Bogdan hat halt keine Ahnung davon. Und ich weiß nicht, ob er es selber nicht weiß, ich weiß nicht, ob Wes es nicht weiß und ich weiß auch nicht, ob die beides nicht besser wissen. Aber jetzt kommt der Punkt. Ich habe das 3,5 Jahre lang studiert. Mann, ich arbeite seit 10 Jahren oder so mit Software und ich weiß einfach, wie du eine Software entwickelst und ich weiß, was guter Code ist. Und ich weiß genauso, was richtig schlechter Code ist und ich weiß genauso, wie man Software nicht entwickeln sollte. Und momentan entwickeln wir Software richtig schlecht. Die ist wirklich so schlecht. Und wir verschwenden einfach viel zu viel Zeit und wir benutzen kein einziges Tool. Ja? Und Excel und E-Mail ist für mich kein Tool. Und es wird einfach in Zukunft so viel Geld verschwendet werden. Aber nachdem Wes uns dann halt diese Abreibung gegeben hat, habe ich gesagt, okay, weißt du was? Dann leck mich am Arsch. Dann bin ich jetzt wirklich nur eine richtig dumme ausführende Kraft. Vergiss einfach alles, was du in deinem Studium gelernt hast, Jan. Auch wenn du weißt, wie es besser geht, sag einfach nichts. Mach einfach stur genauso das, was die sagen, was du machen sollst. Und freu dich deines Lebens. Reg dich einfach gar nicht mehr auf. Und seit ich diesen Schalter gestern umgelegt habe, also gestern habe ich mich natürlich noch extrem aufgeregt, aber heute habe ich es eigentlich ganz gut geschafft, diesen Schalter in meinem Kopf umzulegen und zu sagen, ja, Jan, du bist hier nicht der Bachelor of Science mit zig Jahren Berufserfahrung, du bist hier die $33 pro Stunde Backpackerkraft, die einfach nur die verlängerte Hand von Bogdan ist. Und das hat heute so, also heute muss ich sagen, war es echt okay. Ich habe nicht nachgedacht, immer wenn ich irgendwas nicht wusste, habe ich nicht selber nachgedacht, weil viele Probleme kann man einfach mit ein bisschen Nachdenken als Programmierer problemlos lösen.
Aber dann habe ich mir gedacht, nö, machst du nicht. Und dann hat Bock dann gesagt, ja, mach mal hier und da ein Projekt und dann machst du da das und das. Ne? Habe ich gemacht und dann war der Dateiname zu lang. Was macht man dann logischerweise? Man wählt einen Dateinamen, der ein bisschen kürzer ist, der vielleicht ein bisschen aussagekräftiger ist. Und dann dachte ich mir, nö, machst du nicht mehr. Und dann habe ich Bock dann gefragt, ja, Bock dann, der Dateiname ist zu lang, was soll ich denn jetzt tun? Und er, ja, nenn die Klasse einfach so und so. Dann habe ich die Klasse umbenannt, dann hat er immer noch gesagt, Dateiname zu lang. Dann habe ich gesagt, oh, Bock dann, der Dateiname ist immer noch zu lang, was soll ich tun? Ja, mach die Klasse einfach da und da rein und nenn die so und so. Und dann habe ich das gemacht und dann war der Dateiname immer noch zu lang. Um 5 Zeichen. Und dann habe ich ihn ein drittes Mal gefragt. Ja, Bogdan, das geht nicht. Das ist zu lang. Was soll ich machen? Ja, dann nenn die Klasse so und so. Und dann ging's. Das heißt, ich habe einfach so 15 Minuten, 20 Minuten saß ich halt rum, habe nichts gemacht, habe gewartet darauf, dass er mir antwortet und mir sagt, ja, mach den Namen der Datei kürzer. Was von vornherein sonnenklar war, was jeder doof hätte selber hinkriegen können. Aber ich mache das jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt nur noch stur das machen, was mir als Aufgabe gegeben wird. Und wenn die Aufgabe nicht gut genug spezifiziert ist, was nämlich so gut wie immer der Fall ist, dann mache ich einfach so weit ich kann. Und dann frage ich nach. Dann renne ich rüber in das Büro und dann frage ich danach. Das war so geil heute. Ich habe einfach über sieben Stunden gearbeitet. Aber davon habe ich in Wirklichkeit produktiv vielleicht die Hälfte davon gearbeitet. Also es war einfach Zeit totschlagen und dumm sein. Und ich sehe das aber auch nicht mehr als mein Problem an, weil das ist jetzt deren Problem. Ich mache nämlich nur noch genau das, was sie gesagt haben, was ich machen soll. Auf der einen Seite kotzt mich das ja richtig an, weil ich mein Potenzial jetzt überhaupt nicht entfalten kann. Weißt du, das ist sowas, die Aufgaben, die ich jetzt mache, die kannst du einem Programmieranfänger geben, der gerade so eine Sprache irgendwie das erste Mal in seinem Leben eine Programmiersprache lernt, das erste Mal in einem Projektteam mitarbeitet. Aber ich meine, hallo, ich habe studiert, ich habe Erfahrung, ich könnte dieses komplette Projekt selber managen. Und wenn Wes mich als Projektmanager einsetzen würde, dann würde das Projekt nicht nur wesentlich besser werden, wesentlich günstiger werden und wesentlich schneller fertig werden. Der gesamte Style wäre auch viel besser. Die ganzen Namenskonventionen, die Bogdan nicht einhält. Die ganzen Best Practices, die er verletzt. Ja? Wenn ein neuer Programmierer in das Team reinkommt und er sieht den Code, dann wird der genauso wie Sam und genauso wie ich sagen, hier, was ist denn das? Warum machst du das nicht so und so? Oder warum machst du da das und das? Und hier, das und jenes ist doch Quatsch. Ich meine, wenn mir einer sagt, hey, was du machst, ist Kacke, dann sage ich, ja, ja, komm, was weißt du denn schon? Aber wenn das zwei völlig unabhängige Menschen sagen, nämlich einmal Sam, Australier, jahrelanger Web- und C-Sharp-Entwickler, und dann auf der anderen Seite ich, ein Deutscher, Studierter mit Berufserfahrung, der die Sprache C-Sharp gerade erst gelernt hat. Und wenn ich selbst als Neuling in dieser Sprache sage, hier, hör mal, ich lerne gerade die Sprache und alle sagen, dass man es so machen sollte und jeder macht es so und du bist der Einzige, der es anders macht. Warum machst du das und warum machst du es nicht anders? Und er sagt, nee, das, was ich mache, das ist schon gut so. Dann ist das einfach Realitätsverlust, würde ich sagen. Boah, jetzt habe ich mich aber auch gut aufgeregt. Leute, ich muss mal gucken, ob ich das hier reinmache. Oder vielleicht schneide ich das auch raus und dann packe ich das in ein separates Video. Und dann können die Leute, die gerne sehen, wie ich mich hier aufrege, können sich das dann angucken. Boah. Und ihr anderen müsst das nicht ertragen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, dann mache ich.